Christoph Speicher, es ist eine wahnsinnig intensive Phase im Moment. Zuerst war die Europa League, ein riesen Highlight gegen Leverkusen. Dann ist es weitergegangen in Liga, Luzern, Mittwoch, Basel. Das nächste Spiel steht vor der Tür. Vaduz, Schlag auf Schlag, englische Woche um englische Woche. Wie siehst du die Zeit? Wie nimmst du die Mannschaft wahr in dieser strengen Zeit? Es geht wirklich Schlag auf Schlag und ich glaube, man kann gar nicht genug grossen Respekt haben vor der Mannschaft, wie sie das Mammutprogramm bewältigen seit Wochen. Das spielen wir alle 3-4 Tage und wenn man all die Leistungen anschaut, kann man sagen, dass die Mannschaft eine sehr, sehr grosse Konstanz an den Tag geliefert hat und ich glaube, sie verdient den allergrössten Respekt dafür. Jetzt kommt Vaduz, das ist das einzige Spiel, eigentlich, wo dann bei diesem Heimspiel ein bisschen mehr Leute noch ins Stadion haben können. Diesmal wird es von leeren Rängen sein. Ja, das ist etwas, was uns natürlich wehtut. Wir sehen es auch nach dem Moment, wo wir da die Emotionen wieder mit den Zuschauern teilen können. Und wir spüren aber auch einen sehr grossen Support von ihnen, auch wenn sie nicht im Stadion sein können. Und das gibt uns auch Kraft. Und ich bin überzeugt, dass wir in der nächsten Zeit wieder den einen oder anderen Schritt Richtung Stadionerlebnis werden können machen. Oder wir planen auch fest drauf. Klar, die riesen Erfolge von IB in letzter Zeit wecken Begehrlichkeiten. Im Zusammenhang mit dem sind auch ein bisschen Gerüchte aufgekommen, um einen Trainer zum Beispiel und jetzt zuletzt auch um deine Person. Zu Gerüchten nehmen wir nie Stellung, aber zu meiner Person kann ich etwas sagen. Es ist so, dass ich sehr stark mit dieser Phase jetzt beschäftigt bin. All die Spiele, all 3-4 Tage, dass sicher auch schon Planungen laufen für die nächste Saison. Und ich kann hier heute sicher zu 100% sagen, dass ich auch nächste Saison wieder Sportchef von IB sein. Schön, das zu hören, das Bekenntnis von dir zu IB und die Loyalität, die du hier eigentlich auch vorlebst. Das ist mir sicher etwas, was wichtig ist. Ich glaube, die Erfolge der letzten Jahre von IB basieren sehr stark auf den Werten, die wir leben. Und eine ist Loyalität. Es hat schon oft gegeben, dass einem Spieler zu einem gewissen Zeitpunkt einen Transfer oder einen Wechsel nicht ermöglichen konnte, weil es eben den Erfolg von IB gefährdet hat. Und das ist sicher etwas, das ich hundertprozentig vorleben will. Merci für die klaren Worte. Freue mich, dass es sportlich Schlag auf Schlag weitergeht. Guten Morgen schon mit Vaduz. Merci vielmals.